Lassen Sie uns eine Minute über Ted Bundy sprechen. Was für eine Art Mörder war er? Wie wurde er wahrgenommen? Mr. Lawson möchte etwas beitragen. Bitte sehr. Er war ein sehr strukturierter Serientäter, der äußerst überlegt vorging. Einwände, Miss Newman? Ja und nein. Ich bitte dich, dieser Mann hat jedes einzelne Detail im Voraus bedacht. Er suchte seine Opfer sehr genau aus, beschattete sie und wählte präzise den günstigsten Moment, um sie anzugreifen. Nicht zu vergessen seine unendliche Geduld, die nicht einmal die Besten des FBI erschüttern konnten. Nichts für ungut, Sir. Schon in Ordnung. Trotzdem sehe ich das etwas anders. Darüber hinaus wählte er die Orte, an denen er seine Opfer deponierte, mit größter Vorsicht aus. Er war fraglos ein Systematiker. Vorausschauend, mit einem großen V. Mit einem großen V? V, ein Buchstabe aus dem Alphabet. Zwischen U und W. Wollen Sie sich dazu äußern, Miss Newman? Anfangs ging er durchaus systematisch vor, aber später ließ er sich zunehmend gehen. Er fing an, die Leichen tagelang aufzubewahren. Ihnen die Haare zu waschen und sie sogar zu schminken, bevor er sie entsorgte. Und er hinterließ jede Menge Spuren an den Fundorten, natürlich mit größter Vorsicht. Überdies passte sein letztes Opfer, das gleichzeitig auch sein jüngstes Opfer war, in keiner Weise in das typische Schema. Er wählte das Mädchen nur aus, weil sie gerade verfügbar war, aus reiner Lust zu töten. Er war beides. Ein systematischer Täter und ein planloser Irrer. Oh, mit einem großen I. Das ist wahr, er war beides. Sehr beeindruckend, Miss Newman. Eine Frage, Professor Starkman. Wie würden Sie einen Mörder bewerten, der seine eigene zunehmende Planlosigkeit einkalkuliert und in sein Schema einbaut? Das ist eine sehr interessante Hypothese, Miss Newman. Allerdings behandeln wir in diesem Kurs die reinen Fakten. Und ein Fall dieser Art ist nicht aktenkundig. Dass Keyes während der Vorlesung seine Intelligenz demonstrieren musste, war inakzeptabel. Einen Tag bevor Starkman seinen neuen Assistenten bekannt geben will, könnte das katastrophale Auswirkungen haben. Ich hatte nicht vor, zuzusehen, wie all die Jahre harter Arbeit zunichte gemacht würden. Es war höchste Zeit, Keyes den Kopf zurechtzurücken. Kennen Sie das Gefühl, wenn man feststellt, dass es Menschen gibt, die so sind wie man selbst? Man könnte fast glauben, dass man normal ist. Ich dachte eigentlich immer, er macht sich Notizen. Weit gefehlt. Sehen Sie sich diese Arbeiten an. Seine Zeichnungen waren absolut brillant. Er weiß, welchen großen Geist die Welt an ihm verliert. Aber eine Frau muss tun, was eine Frau tun muss. Geht's Ihnen? Gut. Und? Ist morgen nicht der große Tag? Was meinen Sie? Der Assistentenjob. Morgen ist doch die Bekanntgabe. Ja, natürlich. Um 12 im großen Saal. Ich kann's kaum erwarten. Ich habe das Gefühl, dass ich diesmal viel bessere Chancen habe als letztes Jahr. Das will ich meinen. Es wird eine sehr knappe Entscheidung geben. Wollten Sie gerade zu Cassandra? Sie war heute nämlich nicht in der Vorlesung.
Thank you.